Tja, ein G20-Gipfel ganz im Schatten des schwelenden Handelskonflikts zwischen den USA und China. Ein Gipfel, von dem sich viele erhoffen, dass er dort eine Lösung bringen wird. Sprechen wir darüber mit Shakuntala Banerjee in Osaka. Ich sage guten Morgen, aber in Osaka ist ja schon 3:30, wie ich gerade erfahren habe. Also guten Nachmittag dorthin. Ja, richtig. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ja, noch vor Beginn des Gipfels hat sich ja Angela Merkel mit Donald Trump zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Das Verhältnis zwischen beiden gilt ja als eher schwierig. Wir erinnern uns an den verweigerten Handschlag. Ist denn bei diesen Gesprächen irgendetwas Substanzielles herausgekommen? Nein, das ist aber auch nicht erwartet worden von diesem Gespräch. Das war ja vor allem eine Möglichkeit, einmal in Ruhe über ein paar wichtige und drängende Themen zu sprechen. Bei diesem Gespräch sind zur Sprache gekommen das Thema Libyen, die Situation in der Sahelzone. Da geht es um die Terrorgefahr. Das interessiert sowohl die USA als auch Deutschland. Und dann wurde allerdings auch die Situation im Iran angesprochen, die ja doch sehr zugespitzt ist, wo die USA auch dran beteiligt sind an vorderster Front. Und auch die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Also es sind sowohl Themen angesprochen worden, wo man sich ein bisschen annähern konnte, als auch schwierige Themen. Und das Ganze ist wohl offensichtlich ziemlich friedlich gelaufen, denn im Anschluss hatten wir die Gelegenheit, uns Donald Trump und Angela Merkel noch einmal anzuschauen. Verzeihung, das war vorher. Aber wir hatten schon gehört, die erste Begegnung ist gut gelaufen. Und nachher sagte der Regierungssprecher, man hat da also gute Gespräche geführt. Das ist ein bisschen Beziehungspflege, könnte man sagen. Das entspannt möglicherweise auch die Beziehung zwischen Angela Merkel und Donald Trump. Mhm. Dieser G20-Gipfel droht ja vom Handelskrieg zwischen Amerika und China überschattet zu werden. Welche Rolle spielen da eigentlich noch die Europäer, wenn sich zwei Supermächte wie diese beiden duellieren und ja, den Rest der Welt scheinbar zu Zuschauern degradieren? Ja, das ist nicht nur scheinbar so. Tatsächlich hört man hier allenthalben, dass dieser Handelskrieg tatsächlich zwischen USA und China entschieden werden muss. Also beide Staaten müssen sich an einen Tisch setzen. Das sind bilaterale Gespräche, die da geführt werden müssen. Und deswegen schauen jetzt auch alle ganz gespannt auf das Treffen, das heute noch mit zwischen Donald Trump und Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, angesetzt ist. Also da sitzen die Europäer wirklich nicht mit am Entscheidungstisch. Was sie allerdings tun, ist, dass sie zeigen, sie glauben weiterhin an multilateralen Handel. Sie bereiten weiterhin Handelsbeziehungen und Handelsverträge vor. Zum Beispiel mit Vietnam, da soll morgen ein Vertrag unterschrieben werden. Gerade vor kurzem ist erst ein Handelsabkommen mit Japan unterzeichnet worden, was hier auch noch mal hervorgehoben worden ist. Also was Europäer und die anderen Teilnehmer hier tun, ist immer wieder dafür zu plädieren, bei der multilateralen Ordnung zu bleiben und zu zeigen, es kann auch funktionieren. Mhm. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping wird tatsächlich noch heute, also sprich Freitag, stattfinden und nicht, wie eigentlich vorausgesagt war, erst am Samstag? Da müsste ich jetzt noch mal nachschauen, muss ich zugeben, ich habe den Zettel nicht mehr in der Hand. Da spielt mir jetzt vielleicht auch gerade die Zeitverschiebung einen kleinen Streich hier. Also auf jeden Fall ist es für diesen Gipfel hier angedacht. Das war ja vorher nicht ganz klar und mittlerweile ist aber bestätigt, dieses Treffen soll stattfinden. Ja, bei dieser Zeitverschiebung von 7 Stunden kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen, da verschwimmen die Tage. Reden wir noch mal über die Europäer, die sich ja am Rande dieses Gipfels auch zusammensetzen wollen, vor allem in der Frage annähern wollen, wer künftig die Spitzenposten der EU einnimmt. Da ist ein neuer Kommissionschef, ein neuer Ratspräsident unter anderem zu finden. Bisher war ja die Uneinigkeit groß beim EU-Gipfel am Sonntag, aber soll der gordische Knoten platzen am kommenden Sonntag? Wie stehen denn die Chancen, dass man schon in Osaka den Knoten zumindest ein bisschen lockert? Also eine Lösung erwartet hier keiner, allerdings doch auch Gespräche. Es gab heute Morgen schon ein Koordinierungstreffen der EU. Da ist auch Angela Merkel dabei gewesen. Und es wird sicherlich Gelegenheit gegeben haben, dort darüber zu sprechen. Das ist im Vorfeld so erwartet worden. Eine offizielle Bestätigung dafür haben wir nicht. Es wird aber auch noch weitere Gespräche hier am Rande dieses Treffens geben, am Rande der offiziellen Verhandlungen. Und da ist mit Sicherheit Gelegenheit dazu da, um dieses Problem noch einmal anzugehen, um ins Gespräch zu kommen.
Da richten sich die Blicke vor allem auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der ja angekündigt hatte, dass er das Spitzenkandidatenprozedere nicht mehr weiter unterstützen wird. Da wird ihm sicherlich hier am Rande dieses G20-Gipfels noch einmal ins Gewissen geredet. Und alle wissen, die Zeit drängt. Nächste Woche Mittwoch soll schon der Präsident des EP, des Europäischen Parlaments, gewählt werden. Und es wäre allen sehr lieb, wenn es vorher eine Lösung geben würde. Der französische Präsident droht ja auch mit Unterschrift, Verweigerung unter das Abschlusskommuniqué für den Fall, dass in Sachen Klimaschutz wieder so ein windelweiches Kapitel, eine windelweiche Wortwahl herauskommen sollte. Droht denn tatsächlich, was den Klimaschutz oder das, was davon übrig bleibt, wieder ein, sagen wir mal, sehr unverbindliches Abschlusskommuniqué, vielleicht sogar noch unverbindlicher als bei den letzten G20-Gipfeln? Ja, das ist in der Tat eine reale Gefahr und Emmanuel Macron spricht da nur das aus, was alle sich hier tatsächlich auch überlegen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft eine Abschlusserklärung, in der es ein klares Bekenntnis für ein Voranschreiten beim Klimaschutz gibt. Dann muss man aber tatsächlich damit rechnen, dass die USA da nicht mit unterschreiben und dann hat man wieder nur eine 19+1 Erklärung. Das ist kein starkes Signal, was dann hier von diesem Gipfel ausgehen würde. Oder man schwächt das Ganze so weit ab, dass Donald Trump da auch mitgehen kann. Auch das wäre ein schwaches Signal. Momentan hören wir hier zum Auftakt des Gipfels so Maximalforderungen von allen Seiten. Deswegen hat Macron diesen Aufschlag wohl auch gemacht. Und es ist noch nicht ganz klar, wie das am Ende ausgehen wird. Wir werden das spätestens am Sonntag wissen. Shakuntala, danke für diese ausführlichen Auskünfte aus Osaka. Vielen Dank dorthin.